Hallihallo ihr alle, mit euch ist Vorherz. Und heute zeige ich euch mal, was ich für solche Bilder gemalt habe. Ja, ich habe Farbe gemalt. Ich denke, ihr wisst nicht, aber ich habe so eine eigene Manga gemacht. Die sieht nicht wirklich wie eine Manga aus, aber es ist eine. Und ja, da bin ich 19. Ich sehe nie so schlecht aus, finde ich. Und da habe ich meinen Klassenkameraden und meine beste Freundin reingemacht und ich denke, es wird euch gefallen. Ja, aber ich gehe lieber nicht zuerst vom Thema ab. Hier habe ich so eine Mappe, die ist mega voll. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich hier alles drin habe. Erstens, wenn wir solche Teile. Das ist eine Mappe mit Sachen, die ich nicht fertig gemacht habe. Hier habt ihr es. Voll süß. Hier auch. Das heißt, jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich hier alles drin habe. 3, 2, 1, fangen wir an. Hier mal der Körper. Verschiedene Basen von Körpern. Und der Kopf selbst. Das Gesicht. Der Oberkörper. Ich habe wirklich Probleme mit. Hier habe ich auch ein bisschen mehr. Das war von einem Video. Ist ein bisschen schwer. So. Und da kommen die Bilder, die ich so ausgemalt habe. Das waren so Konturen, dann habe ich das alles so farbig gemalt. Ich hätte einfach nur kein Blau, sonst werde ich das alles blau malen. Den finde ich voll cute. Am meisten das hier. Adorable! Hier auch. Ein Mädchen. Süßes Mädchen. Auch voll gut geworden. Die sieht einfach nur süß aus. Das war das Schwierigste überhaupt. So viele Details. Das habe ich ein bisschen zugemalt. Und da auch ein Teil. Man merkt das aber fast nicht.
Na, auch ein bisschen. So wie hier. Wenn Kekse nicht so schmackhaft waren, dann wäre vieles leichter. Ich zum Beispiel. Ja, das ist auch wahr. Die Kekse sind viel zu lecker. Viel zu lecker. Aber jetzt, wie so, wie ich gemeint habe. Aber echt. Wie Manga. Jugo, Nico, Uno, keine Ahnung, Honey, Toa, Opa, den kenne ich nur nicht. Also. Uno, mein allerlieblingscharakter. Ich kenne es einfach nur nicht. Ich habe die alle gemalt, außer den hier. Den werde ich noch zu Ende malen. Und diese kleine Kärtchen werde ich auch noch in meinen Blog reinmalen. Dann einen neuen Anime, heißt Diabolical Lovers. Ich schreibe das noch irgendwo drauf. Hier. Ich mag ihn mega. Aber er sollte in diesem Jahr noch rauskommen, weil er jede 3 Jahre rausgekommen ist. Und es ist so scheiße. Es hat mir den Rücken geändert. Wir sehen uns. Oder nein. Oder auch. Nein. Es hat. Wir sehen uns. Und dann ein kleiner Abschnitt von denen. Diese hier und noch 4 andere. Und dieses Mädchen hier gegen die 2 kämpfen. Und sie haben gesagt, komm, wir fangen an. Und dann hat das Anime geendet. Das ist so schlecht. Aber das sind Vampire und die 4 anderen sind auch Vampire und die 2, gegen die sie kämpfen, können sich in Wölfe verwandeln. Und das Mädchen hier war der Opfer von der Kirche, die sich zu ihm gebracht hat, damit sie nicht von den anderen Menschen das Blut trinken. Und die war Eva, denke ich. Sie hätte das Blut von Eva und einer von den 4 anderen wollte ein Adam werden, aber dann sind sie am Ende alle 4 zusammen ein Adam geworden. Aber ich denke, ich werde viel zu viel spoilern. Hier noch ein Anime, Danganronpa, oder wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Das heißt hier, ich mag den ersten Teil, wo der Werder die in einem Saal so hat und einer wird immer einen ermorden und so. Das habe ich am meisten gemögt und das nächste habe ich nicht wirklich geschaut, weil ich das nicht so sehr gemögt habe. Oder wie heißt es schon, ne? So, jetzt kommt einfach nur Bilder, die ich einfach nur wollte. Hongkong und Kanada. In Anime-Style. Ist so süß. Anime-Drachen sind für mich auch sehr schwer zu malen dafür. Da habe ich wenigstens ein einziges Bild von dem. Ja, das war das Ende von dieser Mappe. Jetzt kommen wir zu der Manga. Meine Manga heißt Catch Manga oder Comic. Und das bin ich mit 19 Jahren. Dann zeige ich, wie man das alles liest. Und jetzt lese ich alles vor. Hi, ich heiße Vorherz. Ich mag es zu zeichnen. Das ist meine allererste Manga, die ich selber zeichne. Dafür werde ich üben und üben. Natürlich bin ich mit 19 Jahren, nicht so gut, nicht so perfekt wie viele anderen, aber im Schreiben bin ich gut. Da habe ich probiert, Köpfe zu malen. Schlecht. Ich habe wieder den Strich gemalt.
So. Ich mache lieber einen Faden draus. Yay! Endlich perfekt. Aber was soll ich weiter zeichnen? Wer ist da? Lange nie gesehen, Feuerherz. Das ist meine allerbeste Freundin. Die ist auch 19. Die heißt Unipink. Weißt du etwa? Habe ich denn etwas gemacht? Was? Ich habe vor Freude geweint. Nein, was? Was sagst du da für ein Scheiß? Was ist mit dir überhaupt los? Weißt du überhaupt, wie Omega schwer es ist, als Mann gezeichnet zu arbeiten und ihm im Durchschnitt zu schreiben? Hä? Nein, du weißt es nicht. Deine Arbeit als Modedesignerin ist nicht einmal schwer. Und du sitzt da einfach und denkst nach, wie dein Kleid aussehen soll oder wie groß das Hut sein soll. Ich will, sei still. Ich habe das schon länger geübt. Okay, chill, Bro. Und du schläfst gut. Aber ich soll nur eine halbe Stunde pro Woche schlafen. Du machst mir Angst. Dein Ernst? Ja. Was? Ich kann doch nichts dafür. Sorry, Uni. Hack. Hack heißt Umarmung. Nimm dir Licht. Ich entschuldige mich für alles. Ärger ist reicht. Aber es war doch nur eine Minute. Nö. Bitte? Ich mag's nicht, mich zu wiederholen. Mein Gott. What? Bist du tot? Das ist gut geworden. Wie kann ich noch am Leben sein nach dem? Ja? So stelle ich mir das vor. Und wann? Gut. Tschüss. Wer war's? Was denkst du? War es etwa? Ja. Lux ist persönlich. Warum hat er uns angerufen? Das sieht voll schlecht aus. Er hat gefragt, ob wir uns treffen können. Oh mein Gott. Am nächsten Tag. Was soll ich anziehen? Geht's? Was soll ich denn anziehen? Hast du mehr Kleider als ich? 2 Stunden später. So kalt. Das sieht super aus. Nö. Lass los. Dein Band ist kaputt. Du nervst. Hey. Nein, hey, was? Oh mein Gott! Seid ihr bescheuert oder wie? Hey, wir kennen doch nichts dafür, dass du so hübsch bist. Kann ich bitte meine Handschuhe haben? Ernst? Was ist los? Ist es, weil ich meine Handschuhe angezogen habe, oder? Nö, das ist etwas anderes. Ja. Ja, natürlich. Hör auf. Ja. Wieso bist du überhaupt hier? Was? Was? So. Und da habe ich noch nichts weiter gemacht. So. Boom. Das heißt, ich denke, das ist eigentlich viel zu lange dieser Video geworden. Vielleicht, wenn ich das zu Ende gemalt habe, dann werde ich vielleicht das hier geben zum Kopieren, aber keine Ahnung. Das heißt, in die Welt rauszubringen. Das heißt, mit euch war vorher, ich wünsche euch alles Gutes. Bis bald.